So, jetzt mein Video noch zu der 100 Watt LED-Lampe. Nachdem einem gewisse Leute dann darauf angesprochen haben, dass man da noch ein Video zu posten soll. Ah, das ist meine, die ist auch wirklich nicht über einen Prototyp-Status hinausgekommen. Ich habe das Ganze so gelöst: ich habe einen ganz normalen Buck-Konverter, sprich DC-DC-Wandler genommen. In den kommen hier 12 Volt rein. Hier unten, das ist, soweit ich weiß, dann die Ausgangsspannungen, die sind eben da. Dann habe ich das Ganze so gemacht, dass ich die beiden Transistoren auch isoliert hier auf den Kühlkörper an der Seite drauf geschraubt habe, damit die besser gekühlt werden. Dann kann man euch auch 100 Watt rausziehen aus den Teilen. Hier oben habe ich die LED hingeschraubt, auch mit Wärmeleitpaste dazwischen. Unten habe ich den Reflektor angekratzt, also damit er nicht so strahlt, also damit man die LEDs nicht durchsieht, aber das sieht, also man sieht ja hier, das hat nicht so gut funktioniert und das sieht auch ziemlich scheiße aus, deswegen würde ich es einfach lassen und einfach den Reflektor klar lassen. Hier unten drin ist der Lüfter drin. Es passt eigentlich alles ziemlich gut ineinander. Der Lüfter und so weiter und so fort. Eigentlich sollte hier statt diesem Metallteil sollte ein längeres Rohr hin, wo dann auch die Akkus reinkommen und so weiter und so fort. Funktioniert das Teil eigentlich ziemlich gut. Einziges Problem, was ich noch machen wollte, also wenn ich das Ding mal fertig baue, dann kommt dieses Potty, kommt weg und wird ersetzt durch ein kleines Potty oder ein Potty. Das ist ja ein Trimmer hier und ich würde dann einfach ein Potty reinbauen mit einer Umdrehung und dann kannst du ja Ding regeln oder ein Drehencoder, je nachdem. Ich könnte mir auch ein Arduino mit drauf bauen. Ja, genau, das ist meins. Job.